Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ich bin der Onkel und mit am Start ist der Crazy Freak. Yeah, wir zocken 7 Days to Die. Ja, genau, das Ganze, die Konsolenversion auf der PS4 zocken wir das Ganze. Und ja, wir haben es jetzt schon mal ein Stückchen angezockt, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln, weil, also wir wollten das Let's Play schon starten, aber es ging völlig erstmal nach hinten los, dass wir mussten erstmal so viel rausfinden, um dass wir hier wirklich ordentlich spielen konnten. Also wir haben jetzt so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und ja, ich würde sagen, dann starten wir die ganze Sache mal. 7 Days to Die, wer es nicht kennt, ist ein Zombie-Survival-Spiel. Man sagt, Minecraft trifft DayZ. Das ist eine riesengroße Welt, die man erforschen kann. Und man muss sich aber barrikadieren, weil also ich muss sagen, laut Gerüchten muss ich sagen, kommt nach 7 Tagen dann eben, deswegen 7 Days to Die, eine Zombie-Horde, und bevor diese kommt, muss man sich eben verbarrikadieren, dass man diese aushält. Also für mich ist es ein Gerücht, weil ich habe keine Ahnung, was nach 7 Tagen passiert. Das habe ich noch nicht erlebt. Ich habe es schon gesehen in diversen Let's Plays, dass da eine riesige Zombie-Horde ankam. Okay. Die musste halt verteidigen. Okay, ja, dann würde ich sagen, dann machen wir mal ein neues Spiel. Und ja, und dadurch wir Vorbesteller haben wir hier, Vorbesteller-Dingsbums, Bonus, haben wir hier natürlich Michonne, einen Lee, die Krista, einen Luke und einen Pete von den Walking Dead-Spielen, von den Spielen. Ja. Genau, wir haben die Spieler von den Walking Dead-Spielen, von den Spielen, genau. Genau, von den Walking Dead-Spielen, genau. Das hast du gerade gesagt. Ja. Hat sich ein bisschen komisch angehört, aber jeder weiß, was du meinst. So, okay. Dann würde ich sagen, dann ich nehme Lee und du bestimmt Michonne, weil du nimmst ja immer Weiber. Nein, ich nehme nicht Michonne. Du nimmst nicht Michonne? Ich nehme keine von den Vorbestellern. Echt nicht? Ich brauch sie nicht. Ich find's eine nette Beilage, aber mehr halt auch nicht, ne? Im Prinzip. So gesehen. Chang fällst du? Ich nehme Grace. Grace. Ja, ist bei da unten. Okay. Oder Charlotte? Nee, ich nehme Charlotte. Okay, ja, dann nimmst du immer Frauen. Ich bin halt auch am Überlegen gerade. Weil die Klamotten ändern sich ja dann eh mit der Zeit. Deswegen bringt es eigentlich gar nicht, zum Beispiel diesen Cowboy hier zu nehmen. Am Anfang bist du eh nackt. Du hast am Anfang keine Klamotten, du bist nackt. Genau, dann nehme ich Hank. Genau. Wir finden uns schon. So, liebe Freunde, im Spiel drinne, ja, lieber Freund, das Ödland kann, ich kann dich jetzt gerade nicht, kann ich dich schon einladen, bevor ich das vorlese? Nein. Lieber Freund, das Ödland kann gnadenlos sein und du siehst aus, als könntest du etwas Hilfe gebrauchen. Anbei findest du eine kurze Anleitung, die dir beim Überleben hilft. Wenn du sie abschließt, nehmen wir vielleicht einen neuen Bürger auf. Die Siedlung von White River gibt es wirklich und sie ist sicher. Viel Glück, Noah. So, ja. Das Xy des Überlebens ist deine aktive Quest, der Status bla bla bla, Quest rechts oben, ja. So, okay, wir sind jetzt hier auf der Map. Die ganzen Einstellungen, die haben wir jetzt natürlich, wenn wir jetzt gemacht haben, die hat jetzt ewig lang gedauert, die haben wir jetzt natürlich rausgecuttet. Und jetzt würde ich sagen, drücke ich mal hier Start und Freunde einladen. Ja, bitte. Crazy hat immer die Ehre, im Menü zu bleiben. Ja, das ist immer echt doof, das haben die echt doof gemacht. Weil das hätten sie echt so machen können, dass man das schon in dem Menü machen kann. Mit einladen, ne? Und nicht erst, wenn du im Spiel bist. Das ist echt blöd. Verbindung zum Mehrspieler wird hergestellt. Bitte warten. Ja. Ja, wir sammeln hier derweil mal schon ein bisschen ein. Kleinen warten Stein. Auf Server. So, was brauchen wir denn alles? Kleinen Stein gesammelt. Ne? Von, Holz muss ich auch sammeln. Warten auf Server. So. Holz, Holz haben wir gesammelt. Wie hast du das gemacht? Hast du eine Axt? Nö, ich habe mit der Faust auf den Baum geschlagen. Boah, das tut doch weh. Das macht man nichts. Hast du noch nie arg gezockt? Ja, du bist Rambo. Du hast ja wohl noch nie arg gezockt, wa? Spiel wird hergestellt, gestartet. Ich bin wieder an so einem Felsen. Ja, ich bin auch an einem Felsen, aber diesmal wissen wir ja, wie es funktioniert. Diesmal wissen wir ja, wie es funktioniert. Und wir müssen nämlich, und Bäume. Wir müssen nämlich die Touchpad klicken und dann sehen wir hier die Liste. Und dann drücke ich einfach bei Crazy hier hinten auf dieses Verbündete auf Plus.
Jetzt habe ich das verschickt, das macht er auch. 3,5 Kilometer. Ach, wir sind so blöd behämmert. Wie? Weil wir blöd und behämmert sind. Weil, geh mal auf dieses, jetzt habe ich sogar noch was Besseres. Und zwar kannst du, wir sind so doof. Und zwar brauchst du da nicht auf die Map zu gehen oder auf Anzeigen zu gehen. Und zwar ist hinten bei Verfolgen ein schwarzes Feld. Und da machst du einfach ein Häkchen rein. Und schon sehen wir uns oben auf dem kleinen Anzeigedings. Jetzt steht da kleiner grüner Onkel Punkt. Verfolgen. So, und jetzt sehe ich. Jetzt siehst du einen kleinen grünen Punkt was? Oben auf der. Na, ich weiß nicht, auf der Map, weiß ich nicht. Da können wir mal gucken. Ne, auf der Map nicht, aber ich sehe dich auf jeden Fall oben auf meiner kleinen Mini-Karte oben. Auf der Richtungs-Map. Ja. Und wir haben da vor uns einen Scheiß gemacht. Wir sind einfach, haben geschätzt, Ost. Wo wir sind, haben rumgelaufen. Ich muss Richtung Südost. Ich muss Richtung Nordwest. Ja, ist richtig. So, okay, ich habe die erste Mission. Die erste. Und zwar soll ich eine Steinaxt machen. Mach ich mal. Ich laufe schon mal Richtung Südost. Einsammeln kann ich nichts, weil gegen Kaktus hauen tut weh. Könntest du die Blumen hier einsammeln? Vielleicht bringt es ja was. Mal gucken. Wir machen das mal, weil es ein bisschen aufräumend hier unten. Hä? Aufräumend? Was ist das denn? Ja, nicht wundern, wenn das Spiel ab und zu mal leckt. Das Spiel ist. Ach so, das ist ein Gebiet. Das meinen die mit Gebietsschutzblock. Das heißt, wenn ich jetzt den Gebietsschutzblock, den hast du im Inventar, wenn du den irgendwo hinsetzt, dann ist dieser Gebietsschutzblock dafür da, dass so viele Felder, wie wir eingestellt haben, das Gebiet geschützt ist und keine Zombies dorthin kommen. Ach so, okay. Ja, das, war das war normalerweise am Anfang 7x7. Ich habe, glaube ich, 12 eingestellt. Egal. Ja, aber da kommen keine Zombies hin. Das heißt, du könntest, den setzen wir einfach mitten in unser Haus und dann... Kommt doch keiner. So ungefähr. Ich denke mal, den Block kannst du bestimmt schön hinsetzen, wenn du gerade farmst oder sowas, dass dich keiner angreift. Oder kannst du die Blöcke auch immer wieder einsammeln. Aua, Kaktus. Achso, ich habe die ganzen Fibers alle eingesammelt. Ich mache dabei die Nebenquest hier oben. Fertige Kleidung aus Pflanzen, das wird natürlich gemacht. Zombie. Und ich habe nur einen Stein. Deswegen mache ich die Quests und wenn ich einen Zombie begegne, ich auch was tun. Also Viereck ist hier das Menü. Dann hat man hier oben die Kategorien und dann, ja, das habe ich alles schon mal erklärt, aber das ist natürlich jetzt weg. Ich habe einen kleinen Stein und Dings und Bumm und Wisst du. Baumwolle habe ich sogar. So. Ach, jetzt habe ich eine Steinschaufel gebastelt. Bin ich blöd? Das wollte ich überhaupt nicht. Ich bin doch froh, dass du einen hast. Das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte ja hier, ich wollte... Kannst ein bisschen baggern. Ich wollte Handschuhe machen, ein Fasernhemd machen, ein Hüß machen. So. Kapuze machen, Schuhe machen. Hier ist ja nur nichts. Ich fühle mich gerade wie tot. Zombies, was ist denn hier los? Ja, wir sind ja auch in einem Totenland. Aber Leute, ihr glaubt gar nicht, wie geil ich das finde, endlich wieder ein Ort. Ich bin ganz deiner Meinung. Was war das? Ach, ich bin irgendwie Level aufgestiegen, das macht halt komische Geräusche. Oh. Ja, ich weiß es apropos auch mit dem Ton nicht, ob das jetzt alles hinhaut, das werden wir natürlich... Was ist denn jetzt? Ich hab das doch... Das ist die Mission irgendwie, keine Ahnung, abgebrochen. Immer noch. So, okay. Kommst du mir auch entgegen, oder? Nee, ich mach da weiter hier. Ja klar, mach ich. Ich komm dir schon entgegen, wenn ich, was Wasser. Hab ich denn? Oh, wie komme ich denn nur? Also Viereck und dann muss ich hier und da und dort. Na, also dann ein bisschen Touchpad drücken. Dann komme ich aber auf die Karte. Egal, was du drückst im Prinzip. Handschuhe, die kommen. Im Prinzip ist das egal, weil mit R1 bzw. L1 switchst du durch das Menü durch. Dann haben wir das, das haben wir dahin. Hä? Möchte ich bitte einen Baum wenn ich das auf den dann... Ach so, okay, das geht schneller. So, jetzt sind wir schon mal...
So wenigstens schon mal angezogen. Bau. Kannst auch nicht lange rennen, ne? So, fertige einen Knüppel Holz gesammelt. Dazu kann ich natürlich schön die Axt gebrauchen. Ja, ich mache derweil die Mission, bis wir uns gefunden haben. Und. Ja, ich krieg keinen Baum gefällt, weil das sind 500er Bäume, das dauert zu lange. Das geht doch schnell. 500er? Ein Schlag ist ein Punkt Abzug, also. Ja, mit der Faust, ja klar. Ja, eben. Ich höre hier immer ganz komische Geräusche. Okay, Wasser. Holzknüppel gefertigt. Moment, Holzknüppel. Ich laufe außen rum. Holzknüppel. Jetzt habe ich eine Steinschaufel gebaut. Ich glaube es immer noch nicht. Was sind da eigentlich die Quests? Die steht doch rechts oben in der Ecke. Feder gesammelt. Also du brauchst echt eine neue Brille, Junge. Und wie baue ich das Zeug? Das hat mir auch keiner erklärt. Drückst du Viereck und dann drückst du drauf und dann steht alles da. Steht alles da. Alles steht da. Welche Taste drücken musst, steht alles da. Du nimmst, du das Zeug gesammelt hast, drückst du Viereck, dann gehst du, dann suchst du dir zum Beispiel, was musst du als erstes bauen? Die Steinaxt, drückst du drauf und dann siehst du rechts, kannst du die Stückzahl eingeben, wie viel du fertigen willst, und dann drückst du einfach mit dem Digipad nach oben und dann fertigt er das. So, ich wollte in deine Richtung laufen. Alter, ich höre ja auch mal ganz komische Geräusche, das ist irgendwie eigenartig. Das ist normal. Boah, diese Frame Drops, die sind schon, ne, nicht so toll. Ja, wenn du aber mal ganz kurz stehen bleibst, ne? Es kann vor allem, wenn du gerade irgendwie am Kloppen bist oder so mit dem Zombie, ist das dann doch schon ein bisschen bescheiden. Alter, ich sehe hier nichts, hier ist nur nichts. Ich müsste mal ein bisschen am Fußboden rumsuchen, weil ich brauche nämlich Federn und Federn kriege ich aus Nestern und Nester, die sind hier auf dem Fußboden. Wieder vorhin doch. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Ich habe ein Vogelnest gefunden. Super. 5 Federn drin. Lol. Bräuchte ich jetzt gerade? Also du redest gerade von Nestern und ich finde ein Vogelnest. Geil. Drüben steht ein Zombie. Ich habe ja einen Knüppel. Ich könnte ihn eigentlich niedermachen. Sieht aber auch ab, ne? Darfst nicht vergessen. Aber wenn ich mir vorstelle, wie auf PC, wie ich auf PC, wie Seven Days to Die am Anfang aussah. Boah. Ich muss schwimmen. Es geht nicht anders. Ich meine, es sieht zwar jetzt auch nicht gerade unbedingt hübsch jetzt aus, aber es hat sich übelst gebessert. Ja, die PC-Version aber auch. Die wird ja andauernd gepatcht. Immer noch in der Alpha, deshalb finde ich es halt schon ein bisschen komisch, dass es jetzt halt für die Konsolen kommt. Irgendwie ist es schon komisch, ne? Ja, aber ich bin mir sicher, dass die da auch weiterentwickeln. Ich glaub, aber es sind ja externe Teams, ne? Das ist ja. Ich glaube nicht, dass die jetzt hier sitzen bleiben und sagen, ja, jetzt haben wir es ausgebracht und lassen es bleiben. Ich denke immer, das wird schon noch weiterentwickelt, wie die PC-Version auch. Es steht ja bloß drin, wie sie es bei dem GameStar-Video, der gesagt haben, GamePro, GameStar, haben sie gesagt, es steht ja bloß drin, dass sie nicht garantieren, dass das nachgepatcht wird. Ach, ich habe ein Nest gefunden. Dass das nachgepatcht wird, was auf PC kommt. Muss es auch nicht. Also so wie es ist, reicht mir das, bin ich ganz ehrlich. Na, es gibt schon also noch so ein bisschen die Frame-Drops ein bisschen weg, ein bisschen mehr FPS vielleicht, also dass die Frame-Drops halt weg sind, ein bisschen mehr Weitsicht und so. Man kann die Engine oder so noch ganz schön anpassen. Also. Ja, das schon, aber ich meine ja so wie es ist, also mir reicht's im Prinzip, klar, wenn da noch irgendwas verbessert wird, okay. Wenn nicht, dann halt nicht. Also wird mich jetzt auch nicht ärgern. So, ich muss aber mal ein bisschen überlegen, was ich machen, welche Taste ich drücken muss. Aber da kommen wir überall noch dahinter. Okay, ich soll einen Holzbogen basteln und zwei Pfeile. Ach, siehst du, jetzt hatte ich einen Frame-Job und bin auf einmal eingetaucht. Hat mir jetzt Energie abgezogen. Der Scheiß. Siehst du, das ist dann wieder so der Nachteil. So, hier hinten habe ich einen Zombie. Ich glaube, ich werde jetzt mal versuchen,
Alter, ich schwimme irgendwie ins Nichts. Habe ich so das Gefühl. Wo da hinten ist irgendwas. Kommst du mir irgendwann mal entgegen, oder? Ich komme dir entgegen, ja. Ich bin jetzt nur gerade am Überlegen, wie benutze ich den Pfeil im Bogen? Wie die anderen Waffen auch. Mit R2. Nee. L2 oder L1? Nee. Weil L1 ist ja irgendwas nehmen. Also fressen oder so. Ah, mit nee, Kreis lädt man. Ah, mit Kreis muss man erstmal den Pfeil einlegen. Ah. Geht auch nicht da, ne? Nee. Mach einfach ein gutes. Okay, Pfeile tun jetzt den Zombies nicht unbedingt weh. Ja, außer wenn ihr direkt in den Kopf schießt. Oh. Oder? Er hat zwei Pfeile und so, ich bin drüben. Und einen Schlag. So, okay. Weiter Richtung Crazy. Da, Nordwesten. Ich bin der mit der Fackel in der Hand. Soll ich Holzrahmen fertigen? Soll ich jetzt hier, ich stelle jetzt hier irgendwo aufs Feld einen Holzrahmen, oder? Bist du auch immer noch auf dem Feld? Ich bin auf einem Wo Feld, überall ja. Kakteen sind und Blumen. Nö, Kakteen nicht. Ich habe eine schöne grüne Wiese. Was? Ich habe eine schöne grüne Wiese mit Bäumen und... Ach so, das? Zombies. Wir sind ja schon ziemlich... Aua! Zusammen schon fast. Hast du denn deine Wiese? Was Östen? Och, eine Sau. Eine Wildsau. Eine Wildsau ist eine Sau. Ja. Du Sau. Mehr du Sau. Ich mach dich kalt. Willst jetzt du kann ich nicht mehr rennen, scheiße. Das Wildschwein, nicht Wildschwein, das Schwein abgehauen. Ich wollte das Schwein töten. Meiner Fackel. Ist mir die Energie ausgegangen. Scheiße. Warte mal, machen wir das mal ganz schnell. Holzrahmen. So. 1, 2, 3. So. Und dann kann das ja fertigen, werden wir laufen. Das macht's ja auch. Das finde ich auch ganz cool. Das craftet dann im Hintergrund. Oh, was ist denn hier? Abgestorbener Wald. Ja, was ist denn hier? Hier sind Ruinen, Alter. Na, passt dort auf, das sind meistens ganz schön viele Zombies. Bei solchen Ruinen, das kenn ich noch in der PC-Version. Na, ich bin doch hier ein Zombie, das gibt's doch gar nicht. Seid Schwein. Nicht eine Sau. 0,7 Kilometer. Na, ich. Ja, dann treffen wir uns gleich, dann können wir uns ja gleich mal die Ruinen dann vornehmen, sozusagen. Oh. Gibt's ja auch nicht Loot. Auf genau Richtung Südost. Ja, kann ich mehr rennen? Ich hab immer ein paar Zombies hier, die kill ich mal. Oh, kommt auch rein. Echt cool. Jetzt schon. Nicht ein Zombie. Nicht? Noch nicht eingetroffen. Hm. Wie gemein ist das denn? Ich finde das fair. Na super. Jo, das Finden ist immer so eine Sache. Aber ich finde es gerade doof, dass diese einfach generierten Sachen keine Städte oder sonst irgendwas haben. Weiß ich nicht. Oder zumindest, ich habe keine gesehen. Ich bin hier nur die ganze Zeit auf der Wiese. Ja, ich aber bin hier auf einem abgestorbenen Wald. Auf einem. Ja, in einem abgestorbenen Wald. Wo... Ich habe einen Zombie gesehen. Tschüss. So, jetzt sehe ich auch die Wiese. Und da läuft ein Reh. Was? Den Hirsch. Ach, da bist du. Hallo. Look, neben dir ist ein Zombie, ne? Wo? Hä?
Hi. Kommst aber klar, oder? Weil ich habe hier eine Waffe. Du kehrst doch mal um. Brenn, du Sau. Mich nicht bewegen. Alter, wo sind wir denn hier jetzt? In einer totalen ekelhaften Wüste. Der ist tot? Der tot. So, looten. Was hat er denn? Er hat Papier einstecken. Eine Pfeilspitze aus Eisen. Die gebrauchen? Eine Pfeilspitze? Stimmt. Sicherlich. Ja, sicherlich. Du jetzt? Du bist mit? Ein bisschen oben, ich will noch schnell den Zombie killen. Du warst ja eben noch hier, ne? Ja, ja, ich komm gleich zurück. Ich werd mal den Hirsch killen. Wenn er nicht abhauen würde. Den. Oh. Wie der läuft, der Hirsch, Alter, das sieht aus. Ist und hier ist auch die Straße. Die Straße. Und ein Müllsack. So. Im Müllsack, wir haben uns gefunden, drin, liebe Freunde. Wir glauben es nicht. Kannst nicht glauben. Oh, ein Huhn. Noch ein Müllsack. Der rennt da hinten mit einer Fackel rum. Ja, weil dann kommen die Zombies nicht direkt an. Weil Feuer und so. Alter, die Autos sind leer. Was machst du? Alter, ich will das Huhn jagen. Das ist weg jetzt. Das findest du nicht mehr hier im Gebüsch. Okay. Du hast hier schon Klamotten an. Ich musste, ich hab die Mission gemacht. Durchsuche den Stumpf. Okay. Nackt. Was? Nackt. Du bist nackt, weil du die Quest mitgemacht hast. Ich hab nichts gefunden, weil ich war ja nirgendwo. Da waren ja nur Kakteen und Blumen. Da war ja sonst nichts. Ach so, du wolltest doch Feder haben, ne? Brauchst du eine Feder? Ja, ist schon. Ich hab schon. Ich hab doch dein Nest gefunden. So, kann man sich jetzt überhaupt Sachen geben? Kann man hier Sachen fallen lassen und so? Ja. Achso, weil was brauchst du denn alles jetzt für deine Quest? Du kannst dir vielleicht schon ein bisschen was geben. Das siehst du doch rechts! Hallo? Da steht, was ich gesammelt habe, aber nicht, was ich brauche. Naja. Und das, was rot ist, hast du noch nicht gesammelt. Steinaxt gefertigt, das ist rot. Dann fertige doch eine Steinaxt und dann hast du die erste Quest fertig. Und wie fertige ich eine Steinaxt? Steht nicht da. Du drückst Viereck und dann steht da Steinaxt und da klickst du drauf, hab ich dir doch vor uns erklärt. Steht keine Steinaxt. Dann gehst du halt oben Kategorie Munition, Waffen, glaube ich, ist Steinaxt. Weiß ich jetzt gar nicht. Oder Werkzeug? Eisenpfeil, Pfeil. Steinaxt. Da. Unter Werkzeuge ist Steinaxt. Seite 2. Oder bei dir vielleicht sogar Seite 1. Was soll das jetzt heißen? Ja, weil meistens diese, was du bauen musst, dann. Das ist ja nach Alphabet sortiert. Das ist nach Alphabet sortiert. Steinaxt. So, da brauche ich einen kleinen Stein. Da habe ich nur einen. Warte, ich habe welche. Dann brauche ich Pflanzenfaser. Habe ich genug. Und Holz brauche ich auch eins. So, ein Holz und ein Stein. Was machst du da? Das sieht aus. Was ist denn, Als wenn du was in der Hand hältst, aber du hast eben nichts in der Hand. Hälfte nehmen. So sieht das gerade aus. Ah, guck mal, kann ich jetzt ja alles fallen lassen. Ach so. Wie viel Holz brauchst du? Eins. Hier brauchst du so noch mehr, deswegen ich du mal alles fallen lassen. So. Ey. Holz und
Nur Stein habe ich nur einen. Der Stein lebt. Das war ja auch Holz, das war kein Stein. Der lebt auch. Der bewegt sich. Alter, bleib stehen. Alter. Ey, ohne Mist, der rollt da weg und keine Ahnung. Jetzt kannst du wenigstens deine Steinaxt schon mal bauen. Das platziert das R jetzt. Fertigen. Zack. Ist es gebaut? Dauert ein paar Sekunden. Blum. Der Axtmann kommt. So. Deine nächste Quest müsste dann sein mit diesem. Ja, steht da noch mehr da, was du machen musst. Moment. Erstmal hier die Müllsäcke auseinandernehmen. Der auch ein bisschen Scheiß immer drin. Ist wieder eine Feder. Ne, wieder eine Fallspitze. Was ist das? Was sind das jetzt? Ich sollte die drei Sachen setzen. Achso, ist da noch Holz. Nee, die da wieder hinsetzen. Ich brauch das. Wie denn? Kann ich nicht. Musst du wieder ins Inventar ziehen und hinsetzen. Hab nix im Inventar. Ach doch. Hinsetzen, 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 hinsetzen. Setzt man das mit Viereck? Mit L2. Danke. Ja, wieso baust du das hier auf dem Felsen drauf? Weil ich doch das bloß als Quest machen muss. Ja, und das hätte man doch machen können, wenn man so sein Häuschen baut. Das hätte man doch alles mitmachen können. Ja, ist richtig, aber. Das ist doch jetzt Holzverschwendung. Ja. Ja. Ich kann es ja gut machen. Holzverschwendung. Was ist das für ein Holz? Du kannst doch wieder einsammeln eben. Ja, kannst du wieder kaputt machen. Dauert aber. Ja, aber auch bloß die erste Schicht. Aber die Rahmen kannst du dann nehmen. Mit Dreieck. Die musst du ja nicht kaputt machen. Ja, ich brauch. So, machst du das noch? Eins. Zwei. Oh, wie ging das jetzt wieder? Da. Ach, das ist ja immer zwei Schichten. Richtig. Das kommt drauf an, wie hoch das kommt an, wie hoch du es aufwertest. Umso mehr Schichten kannst du noch mit Stein aufwerten und bla 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 bla. So. Jetzt kannst du deinen Rahmen wieder einstecken. Musst du kaputt machen. Also irgendwie musst du kaputt machen. Echt? Geht nicht wegzunehmen. Okay. Lag. So. Kann ich meine Axt da irgendwie wieder ganz machen? Oder sowas in der Richtung? Puh, keine Ahnung. Aufwerten? Nee, ne? Weil also, das die Steinaxt, oder kann ich rechts schnell bewegen nehmen. Die ist nehmen, schon wieder halb runter mit der Energie. Da kannst du doch auch mal wieder neue bauen. Also es wird dunkel. Wenn man die Materialien hat. Es wird dunkel. Vielleicht sollten wir uns wenigstens mal so einen kleinen Unterschlupf irgendwo bauen. Oder... Achso, ja, da hinten waren, wie gesagt, Ruinen. Also... Ach so, da kann nur einmal gelootet werden. Okay, weil du es jetzt gelootet hast. Von wo kam ich denn? Ich hab's vergessen. Ja, ich sehe die Ruinen hier. Wo sind das Bäume? Nee, das sind Ruinen. Ja, okay, aber immer in das Gebiet reingehen, liebe Freunde. Machen wir erstmal den Part hier zu Ende. Ja. Oh. Ja. Ja. Jo, deswegen, wir haben uns jetzt gefunden. Das ist doch ein guter. Oh, du hast sogar eine richtig hübsche Figur, Mensch. Aber, naja. Gesichter. Ja, ich habe die Charlotte angucken. Genommen. Gesichter darf man halt nicht angucken, ne? Gesichter. Gesichter. Ja, okay, dann würde ich sagen. Ja, okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und dann gehen wir hier mal in die Ruinen. Und es wird jetzt auch langsam dunkel. Das heißt natürlich auch wieder, wir kriegen ein Problem. Und der Crazy braucht Waffen. Sonst ist hier nichts weiter mit. Ja. Eine Fackel.
Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn. Ciao. Tschüss.